mir, warum ich jeden Tag aufstehe, jeden Tag rausgehe und racker mir den Arsch ab. Und nicht mal mehr die Hälfte von meinem Gehalt hab, sobald ich meine Rechnung bezahlt hab. Und ich danach nichts mehr zum Sparen hab, denn den Rest von meinem Geld in den Medi-Staat hab. Warum machen sie's uns bloß so schwer? Sag mir bitte, wieso scheint es, als ob du eh nur reich wirst, wenn du schon reich bist? In einer Welt, wo die Mehrheit arm ist und in der du ohne Bares nur ein Scheiß bist. Und so ist es und bleibt es und jeder weiß es, aber ich sag es und mein es. Jeder hier hat eine Chance verdient. Doch das ist, was sie mit uns machen, man, sie waschen uns den Kopf. Und sie regieren und manipulieren uns und überwachen uns mit Cops. Und es gibt niemanden, der was tun kann. Die ganze Welt ist im Konsumwahn. Alle sitzen vor der Glotze oder sie hängen vor den Computern. Und so halten sie uns dumm und so schalten sie uns stumm. Und so halten sie uns dumm und so schalten sie uns stumm. Und so halten sie uns an und so halten sie uns unten. Und jeder Zweifel hier ist unberechtigt. Es ist Fakt, dass das System mir ungerecht ist. Und würde die Politiker hier wirklich mal an Deutschland denken, würde die als allererstes die verdammten Steuern senken. Denk mir ernsthaft drüber nach, wer soll sich das leisten können? So ein hohes Honorar für so geringe Leistungen. Ist doch klar, dass Leute hier enttäuscht und verzweifelt sind, Deutschland beleidigen und dieses Land die Scheiße finden. Denn ihr macht es ihnen viel zu schwer, Und sag mir, warum Geld hier das einzige zu sein scheint, an dem man heutzutage Erfolg misst. Und sag mir, warum keiner den Kids sagt, dass nicht alles, was so schön glitzert, auch Gold ist. Und sag mir, was heißt Demokratie, denn ich finde, sie geschieht nichts im Sinne des Volkes. Was ist bloß mit unserer Macht passiert? Aber wir lassen es mit uns machen, man, sie waschen uns den Kopf. Und sie regieren und sie kassieren und überwachen uns mit Cops. Und es gibt niemanden, der was tun kann, die ganze Welt ist im Konsumwahn. Alle sitzen vor der Glotze oder sie hängen vor den Computern. Und so halten sie uns dumm und so schalten sie uns stumm.